Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und ich versteh's nicht. Ich habe sämtliche 7 Days to Die Sachen gesichert. Ich habe alles gesichert. Ich habe in Windows in die Suchleiste 7 Days to Die eingegeben. Hab sämtlichen Scheiß, den ich von 7 Days to Die gefunden habe. Ich habe die Dokumente durchgesucht. Ich habe die Steam-Dateien, die Command-Dateien durchgesucht. Ich habe einen Ordner gesehen mit Data. Mit Worlds. Ich dachte, okay, das sind die Speicherdaten. Aber sicherheitshalber nehme ich den ganzen restlichen Scheiß auch mit. Hab ich gemacht. Guckt euch das an. Wo ist der Spielstand? Ich weiß. Ich bin hier. Ich habe gerade 7 Days to Die aufgemacht. Hab alle Sachen kopiert. Hab gedacht. Entspannt aufnehmen, dann gehst du zur Arbeit, alles ist gut, keiner wird wie schlecht drauf sein, vor allem ich nicht. Und dann sehe ich das hier. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Wo sind denn diese fucking Speicherdaten gespeichert? Okay. Ich habe aber nur Notlösungen. Wir machen jetzt eine Abstimmung, Freunde. Wir machen jetzt eine Abstimmung. Und zwar folgendes. Entweder wir voten ein neues Spiel, weil ich glaube, 7 Days to Die jetzt komplett neu anzufangen, bringt nicht viel. Ich werde es trotzdem mal reinpacken. Ich werde es trotzdem mal ins Voting reinpacken. Da oben, da ganz oben, da wo Alpha steht, erscheint jetzt das Voting. Ihr habt drei Möglichkeiten. Ein neues Spiel voten. Wir spielen Mist Survival um 16 Uhr. Weil morgen ist ja Fallout 76 Release, ne? Also nicht Release, sondern Beta. Und das spiele ich dann. Oder wir fangen wir fangen nochmal neu 7 Days to Die an. Drei Möglichkeiten gebe ich euch. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wie zur Hölle speichert man die Speicherdaten von 7 Days to Die? Ich habe jetzt zwei fucking Spiele, bei denen die Speicherdaten verloren gegangen sind. Wenn ich... Freunde, ich werde gleich werde ich 60 Parsecs aufnehmen. Wenn da der Speicherstand nicht da ist... Gut, das ist jetzt nicht so wild. Dann fangen wir neu an. Ich meine, da fangen wir sowieso jede Woche neu an. Aber dann... Dann bin ich richtig genervt. Dann kriegt ihr so eine richtige Zero-ist-wütend-Folge. Ja, gut. Ich würde sagen, stimmt oben ab. Ob wir bis zur Weile weiterspielen. Neues Voting. Oder neuer Speicherstand. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich hab kein Problem, mit einem neuen Speicherstand anzufangen. Nur um euch zu informieren jetzt. Es kommt demnächst auf jeden Fall ein Patch, wo das Spiel neu quasi aufgesetzt wird, wo alles anders ist und der Speicherstand dann höchstwahrscheinlich nicht funktionieren wird oder nicht richtig funktionieren wird und es wahrscheinlich nicht sehr viel bringt, einen neuen Speicherstand jetzt anzufangen. Ja. Schreibt mir in die Kommentare, wie toll ihr das jetzt findet, dass der Speicherstand mal wieder weg ist. Nennt mich ein Noob. Ich weiß es nicht. Komm, ma macht mich fertig. Ich hab's verdient. Ich hab's verdient. Ich weiß nicht. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich weiß nicht was. Oder vielleicht, Nugget, wo ist der Speicherstand? Gibt's da einen speziellen Trick? Kann ich das irgendwie retten? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis dann. Bis nachher bei 60 Parsecs. Haut rein. Ciao.